Es ist eine Staude des Staunens. Ihr Geschmack? Weder scharf noch sauer, sondern süß. Ihr Vorteil? Keine Kalorien und keine Chemie. Stevia, ein Süßkraut aus Südamerika. Stevia-Händler Alain will die süße Staude bei uns etablieren. Für ihn gilt Hop oder Top, denn das Geschäft mit dem Kraut steht in den Startlöchern. Die EU hat Stevia-Süßstoff erst Ende 2011 für unseren Markt freigegeben. Stevia ist anders als Zucker. Manche sagen, es schmeckt bitter, aber das stimmt nicht. Der Erstgeschmack ist lakritzartig und danach kommt erst die Süße. Wenn ich mir ein Stevia-Blatt in den Mund stecke, habe ich für eine halbe Stunde einen süßen Geschmack. Es ist wie Kaugummi. Schon seit Jahrhunderten süßen die Ureinwohner Paraguays mit Stevia ihren Mate-Tee. Sie sprechen heute noch ihre ursprüngliche Sprache Guarani. Deshalb ist Dolmetscher Alex immer an der Seite von Stevia-Händler Alain, der nur Spanisch spricht. Aus dem Tupi-Guarani stammen Wörter wie Jaguar, Ananas und Maracuja. Sag mir, wie heißt das Kraut im Tee in deiner Sprache? Gegen Karies und Kalorien ist bisher kaum ein Kraut gewachsen. Mit Stevia wird sich das grundlegend ändern. Und er hat die größte Pflanze der Welt gezüchtet. Professor Jan Heuns von der Belgischen Universität Leuven. Der Stevia-Süßstoff wird eine Revolution in der Lebensmittelindustrie auslösen. Zum ersten Mal steht ein natürlicher Süßstoff zur Verfügung. Eine Pflanze mit Potenzial. Für die Zulassung des Süßstoffes in der EU kämpfte der Biologe über 20 Jahre. Ich schätze, dass in 2 bis 3 Jahren viele Lebensmittel in der EU mit Stevia-Süßstoff gesüßt sind. Wie etwa Softdrinks, Eis, Joghurt und vieles mehr. Wir könnten jetzt schon 30% des Zuckers in Lebensmitteln durch Stevia ersetzen und vielleicht irgendwann die gesamte Menge. Stevia. Eine Kampfansage an die Zuckerindustrie. Der natürliche Süßstoff Steviolglycosid wird aus den Blättern gewonnen. Getrocknet und pulverisiert werden diese wie Tee gekocht, gefiltert und kristallisiert. Das weiße Pulver hat es in sich. Dieses eine Gramm hier im Glas entspricht der Süßkraft von 300 Gramm Zucker. Unterwegs auf den Pisten Paraguays. Stevia-Händler Alain besucht einen Bauern, der Erfahrungen mit dem süßen Wunderkraut hat. Nach der Zulassung von Stevia in der EU drängt die Zeit. Seine Mission, so schnell wie möglich exportieren. Hallo? Wo sind denn die Leute, die hier wohnen? Was? Die sind nicht da? Die sind bestimmt geflohen vor der Trockenheit. Wir haben jetzt schon 2 Monate keinen Regen und viele haben aufgegeben. Schau mal da drüben, das verlassene Gewächshaus. Diese kleine Stevia-Farm hat für Alain keine Zukunft mehr. Man muss die Blätter ernten und die Pflanzen abschneiden, bevor sie blühen. Sonst geht die ganze Süßkraft mit den Blüten und dem Samen verloren. Auch das 2 Hektar große Stevia-Feld des Bauern ist ein einziger Unkrautacker. Lass mal schauen, wie die Wurzeln durch die Trockenheit aussehen. Alles verdorrt. Die Bauern hier sind sehr arm. Die leben von 3 Euro am Tag. Und der ganze Stevia-Anbau ist für sie eine riesige Investition. Die Trockenheit, existenzbedrohend, auch für Händler Alain. Spätestens wenn Cola und Co. diesen Sommer Stevia-Produkte auf den deutschen Markt bringen, wird es jeder kennen. Noch ist das süße Grün in Deutschland ein versteckter Champion. Süße erinnert ein bisschen vielleicht an Kamille, aber zu süß.
Na, hoffentlich nicht giftig, ne? Es ist süß. Erst süß und dann ein bisschen bitter. Lakritz war meine erste Assoziation. Lecker. Ich habe mal ein bisschen zu viel und dann ist es wie Süßstoff. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Also auf jeden Fall leicht scharf. So ein bisschen. Grüner Tee. Süß. Ja. Stevia. Stevia. Bereits jetzt gibt es Stevia-Produkte, wie etwa das von Professor Heunz entwickelte Bier. Auch Kuchen backen, kein Problem. Einfach mehr Hefe oder Ei beigeben, um das fehlende Gewicht auszugleichen. Denn statt 300 Gramm Zucker ist nur 1 Gramm Stevia nötig. Ansonsten bröselt und bröckelt das Gebäck. Verwendet man zu viel Stevia-Süßstoff, steigt der bittere Nachgeschmack deutlich, während die Süße nur langsam zunimmt. Deshalb benötigt die Lebensmittelindustrie eine Pulverreinheit von 95%, um den Geschmack konstant zu halten. Eine Stevia-Fabrik in Paraguay, bewacht wie eine Festung. Händler Alain will hier seine Pflanzen lukrativ verkaufen. Mit Stevia locken gewaltige Gewinne. In Zukunft soll der weltweite Umsatz mit dem Süßkraut auf 2 Milliarden Euro hochschnellen. Im Inneren der Fabrik. Stevia-Pulver ist bei der Herstellung etwas teurer als Zucker. 10 Gramm des reinen Pulvers kosten 1 Euro. Doch die dauerhaft hohen Zuckerpreise machen das süße Wunderkraut wettbewerbsfähig. Vor allem die Lebensmittelindustrie wird in Zukunft Stevia nutzen. Gute Aussichten für Händler wie Alain. Bis jetzt haben wir nur eine Reinheit von 90%. Gefordert sind jedoch 95. Wir müssen das schaffen. Aber es hat einen super Geschmack. Willst du es probieren? Schmeckt super. Aber wir müssen die 95% Reinheit für den europäischen Markt erreichen. Wenn nicht, dann war alles, was wir bisher gemacht haben, umsonst. Die Auflagen der Industrie sind streng, denn die Konsumenten fordern konstanten Geschmack. Die Fabrik muss das Stevia-Pulver verbessern. Auch Händler Alain muss seine Stevia-Pflanzen optimieren. Für einen guten Ertrag sind die Stauden noch zu klein. Größere Pflanzen will er im staatlichen Stevia-Institut finden. Die Mitarbeiter sammeln aus allen Landesteilen die besten Pflanzen, um daraus noch bessere zu züchten. Mal testen. Sehr süß. Die Pflanze ist groß, hat viele Blätter und der Geschmack, super. Die Pflanzen wachsen überall anders. Das ist wie beim Wein. Es hängt davon ab, wo angebaut wird, wie viel Sonne scheint, vom Regen, vom Boden. Und all das entscheidet über die Qualität. Wie beim Wein ist auch hier die Anbaumethode sehr wichtig. Diese Plastiknetze schützen die Pflanzen vor direktem Sonnenlicht. Wasser? Nicht zu viel, aber regelmäßig. Unkraut entweder mühsam von Hand jäten oder Wildwuchs mit diesem Schilf verhindern. Es wächst überall und kostet nichts. Das Schilf wird getrocknet und zwischen den Pflanzen verteilt. Es erstickt das Unkraut und speichert Feuchtigkeit. Ideal für einfache Bauern, die Campesinos. Bei Markus vom Stevia-Institut findet Händler Alain Mutterpflanzen, die den Ertrag deutlich erhöhen könnten. Die gibst du deinen Bauern. Die sollen Ableger davon ziehen und sie vermehren. Händler Alain hat harte Konkurrenz. China baut seit 1970 Stevia an für den Export nach Japan. Die Japaner wollen auf krebserregenden Süßstoff verzichten und nehmen Stevia als Zuckerersatz. Das Kraut ist deshalb auch Kampfansage an die chemische Süßstoffindustrie. Diese Pflanzen sind para multiplicarse. Aus diesen Mutterpflanzen ziehst du dir Ableger. Alain ist bei einem Campesino, der für ihn die neu gezüchtete Stevia-Pflanze anbauen soll. Nur wenn es mit den Ablegern klappt, stimmen Menge und Qualität für den Export in die EU. Du musst sie komplett einpflanzen, gut gießen und dann werden sie austreiben und neue Pflanzen bilden.
Diese Blätter sind 30 Mal süßer als Rohrzucker. Du wirst dann beste Blätter bekommen. Richtig süß. Alain darf aber nur das Pulver in die EU verkaufen. Die Blätter sind noch nicht zugelassen. Sie fallen unter die Kategorie neuartige Lebensmittel, der sogenannten Novel Food Verordnung. Und für diese braucht es eine Produktprüfung. Die Lobby der Lebensmittelindustrie kann diese behindern, um neue Produkte auszubremsen. Für diese 5 Kilo getrocknete Stevia bekommt der Campesino 6 Euro. Davon wird er seine Familie knapp eine Woche lang ernähren können. Stevia kann in Paraguay 3 bis 4 Mal pro Jahr angebaut werden, aber nur, wenn das Wetter mitspielt. Um Ernteausfälle zu kompensieren, baut der Bauer neben Stevia auch Baumwolle, Sesam und Tabak an. Alain und die Bauern können Hoffnung schöpfen. Endlich der ersehnte Regen. Doch der ist Segen und Fluch für den reisenden Händler zugleich. Denn Alain muss in die Fabrik zurück, um neues, besseres Pulver nach Europa zu schicken. Dort soll Stevia-Spezialist Professor Heinz die neue Probe aus der Fabrik analysieren. Wir haben hier 92% reines Stevia-Pulver. Es ist besser geworden, doch es reicht noch nicht für den europäischen Markt. Ich empfehle, das Stevia nochmals zu kristallisieren. Wieder eine Verbesserung. Die Hoffnung für Stevia steigt. Der natürliche Süßstoff ist auch Hoffnungsträger für unsere Gesundheit. Die Kosten für die staatlichen Gesundheitssysteme werden durch Stevia abnehmen, denn es wird zu viel Zucker gegessen. Die süße Staude ist ein wahres Heilkraut. Es schützt vor Fettleibigkeit, Bluthochdruck und vielen anderen Krankheiten, ideal auch bei Diabetes. Alain fährt die erste Ernte mit den neu gezüchteten Pflanzen ein. Super. Wenn alles so gut ist, dann bin ich richtig glücklich. Alex. Das hat nicht mal einen bitteren Nachgeschmack. Mit diesem werden wir in der Fabrik ein super Pulver herstellen können. Das hat uns viel Arbeit gekostet, aber wir haben es geschafft. Stevia-Produkte werden in Zukunft alltäglich sein und die Konsumenten gewöhnen sich an einen neuen, anderen Süßegeschmack. Stevia wird jedoch nicht den kompletten Nahrungszucker ersetzen, weil der Geschmack nicht mit allem harmoniert.